Heute berichten wir hier wieder mal aus südlichen Gefilden, aus dem Land, wo Feigen, Bananen, Mandeln und ähnliche Sachen wachsen, nämlich aus dem Vorort von Köln. Ja, hinter uns, das ist das Thema für heute. Heute geht es nämlich um Feigen und zwar alles, was man wissen muss, um erfolgreich eine ganze Menge Feigen ernten zu können. Marcel, was meinst du, wie viele hast du hier dran oder im Laufe der Saison? Also hier im Laufe des Jahres, das wären bestimmt 500. 500 Feigen an dem kleinen, naja, klein ist er nicht mehr. Klein ist er nicht. An diesem Busch, das lässt sich schon sehen, ne? Im Vergleich mit anderen Fruchtgehölzen. Ja, vor allem sind relativ kostbar. Also es lohnt sich. Und was wir gleich noch sehen werden, relativ unkompliziert, vor allen Dingen im Vergleich mit anderen Exoten. Denn eigentlich ist das mit den Feigen gar nicht so eine einfache Sache gewesen. Denn ursprünglich brauchte man zwei Feigenarten, eine Essfeige, eine Bockfeige und eine Feigenwespe. So, und erst wenn man alles drei hatte in der richtigen Zusammensetzung, dann konnte man Feigen essen, denn diese Feigenwespe musste in die Blüte einer Bockfeige dann pollenbeladen da rausklettern, in eine Essfeige rein und die war dann befruchtet und dann konnte man vielleicht sogar tatsächlich mal Feigen ernten. Das ist aber zum Glück nicht so, denn vor einigen tausend Jahren gab es eine Mutation und die hat dann Parthenocarpe Feigen hervorgebracht. Parthenocarp, ich glaube, das hatten wir schon mal in irgendeinem Video von uns erwähnt. Was ist das? Das ist eine Fruchtbildung oder auch bei Tieren gibt es auch, Insekten vor allem, also Zeugung von Nachwuchs, ohne dass eine Eizelle befruchtet wird. Jetzt kennen wir ja aber von Feigen und die meisten Feigen, auch die man aus dem Süden einkauft, die sind ja Parthenocarp. Da sind ja trotzdem Kerne drin, nur wenn man diese Kerne aussät, passiert nichts. Da kommt nichts. Ne? Ist aber gar nicht mal so schlimm, weil es wirklich sehr einfach ist, über Stecklinge Feigen zu vermehren. Wird uns der Marcel gleich auch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob jetzt die richtige Zeit dafür ist, aber da sagst du ja gleich was dazu. Aber erstmal die Frage an euch, habt ihr schon jemals eine Feigenblüte gesehen? Mir sind dieses Jahr wirklich sehr, sehr seltene Aufnahmen einer blühenden Feige gelungen und die seht ihr hier. Okay, lasst euch nicht von mir verarschen, das war natürlich eine Fuchsienblüte, die ich da einfach reingesetzt habe. Feigenblüten in dem Sinne gibt es schon, die sind aber optisch nicht von Feigen zu unterscheiden, außer durch die Größe, oder? Das ist die Größe, beziehungsweise erst ist die Knospe, ist ganz klein und dann geht am Ende der Feige geht eine Öffnung auf, ein kleines Loch auf. In dem Moment blüht die Feige, das heißt durch dieses Loch kommt normalerweise diese Wespe dann in die Frucht rein, weil die eigentlichen Blüten, die sind ja innen drin. Das ist so, als wenn man eine Sonnenblume quasi zusammenfaltet. Also die ganzen Blüten sitzen ja innen drin. Da geht die Feigenwespe rein und bestäubt. So, und ja, nach ein paar Tagen ist dann das Loch wieder zu und dann fängt die Frucht an zu wachsen. Ja, und irgendwann ist sie dann soweit. Marcel, gib uns doch mal ein paar Tipps, wenn man einen Feigenbaum hat oder wenn man irgendwelche Bekannte oder Freunde hat, die so einen Baum haben, wie nimmt man sich davon am besten einen Steckling? Ja, also ich würde mir erstmal einen Trieb suchen, wo noch keine Früchte dran sind, weil die müssten ja dann mitversorgt werden oder man muss sie abschneiden, das wäre auch schade. Ja, dann wird der einfach mal abgeschnitten. Wie groß ungefähr? Ja, hier so 25 cm vielleicht. Da kommt direkt. Da läuft jetzt der Saft raus, ja. Da habe ich übrigens gelesen zu dem Saft, der soll nicht auf die Haut kommen, der kann so eine phototoxische Reaktion auslösen. Ich habe es schon mal gehabt, dass da wirklich so ähnlich wie beim Bärenklau so 2-3 cm Durchmesser Wasserblase gekommen ist. Hat also mehrere Wochen gedauert, bis das weg war. So, wir nehmen die unteren Blätter weg. Die müssten sonst alle ja auch mitversorgt werden, die verdunsten Wasser. Ein paar lassen wir oben dran. So in etwa, eins noch weg. Doch so wenig nur. Ja, also das Problem ist ja, die Blätter verdunsten Wasser und das muss ja irgendwo herkommen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder in Erde zu stecken direkt. Mhm. Da muss aber eine möglichst feuchte Atmosphäre drüber sein, was ein bisschen auch wieder das Risiko von Pilzbefall dann birgt. Oder man stellt sie einfach in Wasser rein.
Also jetzt erstmal ein bisschen abtrocknen lassen, bis das mit dem Saft aufhört. Vielleicht wäre es sinnvoll, bevor man das, den Ast abschneidet, die Blätter schon mal im Vorab zu entfernen, einen Tag vorher. Dann kann das schon mal abheilen und trocknen und dann erst zu schneiden. Dann wird das Ganze in Wasser gestellt, bis sich dann hier unten in dem unteren Bereich so kleine weiße Pickelchen bilden. Das sind so die ersten Wurzelspitzen. Dann vielleicht noch 2-3 Tage warten und dann eintopfen. Okay, das ist jetzt ein Steckling. Und was ist mit Steckhölzern? Ja, Steckhölzer sind noch viel einfacher. Macht man eigentlich nach dem Blattfall. Da nimmt man sich allerdings eigentlich ein bisschen dickeres Holz, vielleicht so fingerdick. Dann schneidet man 3-4 Augen, 5 Augen, je nachdem, wie weit die auseinander sind. Und steckt das Holz komplett, also es hat dann eine Länge von 20 cm ungefähr auch, steckt das Holz komplett in die Erde rein, bis auf vielleicht die oberste Knospe noch rausguckt. Und das war's eigentlich. Was für Böden brauchen Feigen denn? Ach, die sind eigentlich ziemlich unkompliziert. Das Einzige, was sie nicht mögen, ist Staunässe. Also ich habe schon mal im Süden gesehen, die wuchsen da einfach aus einer Mauer, aus einer Steinmauer raus. Also viel brauchen die nicht, oder? Nicht unbedingt, nein. Die haben also, können sehr tiefe Wurzeln machen. Und wenn die dann durch irgendeine Spalte gehen und sich weiter unten irgendwo ein bisschen Wasser ziehen können, das reicht denen schon. Natürlich für ein gutes Wachstum ist ein guter Boden natürlich besser, ne? Wobei, da wären wir bei den Nährstoffen zu nährstoffreich, vor allen Dingen zu stickstoffreich, sollte das auch nicht sein. Warum? Ja, wenn man zu viel Stickstoff hat, dann schießen sie nach oben, machen riesen Blätter, ganz weiche Triebe und der Fruchtansatz ist dann auch nicht so toll. Allgemein düngen, nee, oder? Moderat, sagen wir mal so. Womit? Womit? Ja, organische Dünger, nicht so stickstofflastig, also Mist oder so wäre nicht so gut, aber ein bisschen Kompost. Ich denke, du hast in diesem Rekordsommer hier die noch gar nicht gegossen, oder? Nein, alles ist am Vertrocknen hier. Das Einzige, was wir noch nicht gegossen haben, sind die Feigen und der Spargel. Die haben so tiefe Wurzeln, da passiert nichts. Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass so eine Feige in Staunässe steht. Was passiert da genau? Richtig, die Wurzeln verfaulen dann. Das geht ziemlich schnell bei den Feigen. Dann hängen die Blätter runter, weil mit faulen Wurzeln gibt es kein Wasser. Und dann denken die Leute natürlich, die ist am Vertrocknen, gießen noch mehr und das Problem wird noch schlimmer. Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wann sind Feigen reif? Also hier in dem Baum sieht man ja verschiedene Größen, verschiedene Farben, von klein und dunkelgrün über so ein helles Grün bis zu diesen relativ rötlichen und schon ein bisschen verschrumpelten Feigen. Ja, sind die schon über oder ist das jetzt die perfekte Fruchtreife für diese Art? Das ist jetzt für uns hier, für den Direktverkauf oder um sie direkt zu essen, perfekt. Wenn man sie jetzt noch, wenn die irgendwie aus der Türkei kämen oder so, müssten jetzt noch transportiert werden, dann wäre das schon viel zu spät. Sie würden unterwegs verfaulen. Das ist auch das Problem, die Importfrüchte, die können eigentlich nie so schmecken, weil die immer unreif geerntet werden. Es gibt verschiedene, es gibt gelbe, es gibt grüne, es gibt so, das ist ja so ein braun, schmutzig braun-rot irgendwie. Es gibt richtig blaue, es gibt fast schwarze Feigen, also es gibt verschiedene Sorten. Sollten die weich sein, also wie die hier, die geben wir jetzt relativ einfach nach. Die obere noch ein bisschen mehr als die untere, die auch. Ja. Also da würden die meisten im Geschäft sagen, die sind faul. Genau, das haben wir manchmal auch, dass die Kunden sagen, die sind viel zu weich. Nee, das ist perfekt, also die schmecken dann auch richtig. Ne? Wenn die jetzt die noch unreif sind, sind sie wirklich steinhart. Und so ein paar Tage vor der Reife, dann auf einmal explodieren sie in der Größe, dann werden sie ganz schnell groß. Und wenn sie sich dann umfärben und dann weich werden, dann kann man sie essen. Wir haben jetzt einmal den Standort gewechselt und zwar, um mit euch über den Unterschied von Freilandkultur von Feigen und der geschützten Kultur im Gewächshaus zu sprechen. Hier sind wir in einem der Glasgewächshäuser, sehr viel Platz, das hat man zu Hause meistens nicht, oder? Was sind denn generell die Vorteile von so einer Gewächshauskultur? Ja, also wir hatten sie hier gepflanzt an der Südseite, um die Verbrennungen an den Tomaten zu vermeiden, dass ein bisschen schattiert ist. Der Vorteil ist einfach, wir können viel, viel früher ernten und auch länger ernten. Es wären viel mehr Feigen reif, als wenn die Pflanze jetzt draußen stehen würde. Wie viele Generationen an Feigen gibt es denn? Weil irgendwie glaube ich, also ich habe gelesen, es gibt 2 Feigengenerationen im Jahr. Ja. Aber irgendwie, die wachsen hier stetig nach. Ja, also man hat halt die Feigen von den Knospen, die überwintert haben. Das sind dann die ersten, die ganz frühen. Dann gibt es eine kleine Pause. Und dann kommen die Feigen,
die an dem neuen Holz sich bilden. Und das geht eigentlich kontinuierlich mehr oder weniger weiter bis zum Herbst. Hättest du die nicht geschnitten, dann wäre das halbe Haus schon zu. Und das hat ungefähr eine Tiefe von 30, 40 Metern wahrscheinlich. Ja, ich glaub, die 30, 40 Meter wäre nicht das Problem, eher die Höhe. Und ja, sie stehen hier direkt an der Glaswand, also zum Süden raus hätten sie die Scheiben gesprengt, nach oben hätten sie gesprengt. Deshalb, du hast die geschnitten. Wie schneidet man Feigen? Ich meine, da gibt es auch mal wieder unterschiedliche Methoden. Da kannst du ganze Bücher wahrscheinlich drüber schneiden, über spezielle Methoden. Ich glaube, du machst es relativ einfach, oder? Ja, einfach was stört, kommt weg. Was zu eng wird, zu dicht wird, irgendwo wird ein bisschen ausgelichtet. Das war es eigentlich schon. Und ich habe ein bisschen gelesen vor diesem Film, wie man das machen soll. Und ganz oft stand, man soll einen Rückschnitt im Frühjahr machen, am Holz, wo noch kein Austrieb dran ist. Mhm. Jetzt hast du aber gesagt, das sind überwinternde Knospen. Schneidet man sich da nicht eigentlich schon einen ganzen Teil seiner Früchte weg? Ja, das ist richtig. Deshalb eigentlich nur auslichten. Ne? Also dann habe ich einzelne Zweige, die sind weg. An den anderen kommt trotzdem was dran. Hier schneiden wir auch im Sommer immer wieder mal weg, was uns in den Weg reinwächst, weil wir sonst auch einfach nicht mehr durchkommen. Im Winter ist immer ein bisschen die Gefahr, dass er noch mal stärker zurückfriert. Wenn man es im Frühjahr gemacht, dann ist eigentlich das Schlimmste ja vorbei von der Kälte und dann sollte es klappen. So, wenn wir so eine Pflanze als Thema haben wie die Feige, dann guckt man natürlich auch immer, was für mögliche Schädlinge gibt es hier. Und in Deutschland tatsächlich noch nicht so viel. Du hast eigentlich gar keine hier dran. Wir haben bisher noch keine Probleme gehabt. Ne? Aber es gibt, ich habe mir das aufgeschrieben, wohl einen Spreizflügelfalter. Ich schätze mal irgend so eine Motte oder sowas. Die, oder besser, deren Raupen in Deutschland auch schon den Feigen ordentlich zusetzen. Und das Einzige, was man wohl effektiv dagegen machen kann, ist ein Präparat mit BT-Spritzen. BT, wofür steht das nochmal? Bacillus thuringiensis, das ist eine Bakterie und ja, biologische Schädlingsbekämpfung, die in dem Moment, wo die Raupen das irgendwie aufnehmen, kurz danach stellen die das Fressen ein und nach ein, zwei Tagen sind sie kaputt. Und trotzdem, eigentlich, die haben keine Wartezeit, also das Mittel. Also man kann spritzen und dürfte eine Stunde später ernten. Gut, ich würde es trotzdem waschen, aber okay. So, das letzte Thema, was wir noch ansprechen können, ist das Überwintern. Und das Überwintern wird eigentlich immer leichter, sollte man jedenfalls denken, wenn man immer nur ein paar milde Winter hintereinander hat. Aber dann kommt es immer mal wieder. Man hat einen harten Winter mit minus 10, minus 20 Grad über eine längere Zeit. Und was passiert dann? Also minus 10 Grad ist noch kein Thema, ist auch ein bisschen sortenabhängig. Manche Sorten sind empfindlicher, andere können ein bisschen mehr ab. Ich habe es bisher zweimal erlebt, dass wir so harte Winter hatten, dass als runtergefroren war, also wirklich Feige von Stammdurchmesser 20, 25 Zentimeter war bodenbündig abgefroren. Und es, irgendwann im Sommer auf einmal kommt es aus dem Boden wieder raus. Also aus den Wurzeln bilden sich wieder neue. Dauert dann natürlich eine Weile, aber weil die das große Wurzelsystem haben, wachsen sie sehr schnell. Und also nicht direkt entsorgen, wenn so einem... Ich würde erstmal abwarten. Problematischer ist, wenn es im Kübel ist. Die Wurzeln sind das Empfindlichste eigentlich und im Kübel friert es schnell durch. Also Kübel eventuell, wenn es wirklich kalt wird, irgendwie in eine Garage stellen. Aber nicht warm ins Wohnzimmer jetzt? Dann würden sie austreiben, dann wäre die ganze Winterhärte dahin. Das wäre nicht gut. Das war unser Special über die Feige, eigentlich eine Südfrucht, die aber immer erfolgreicher hier in Deutschland kultiviert werden kann. Hast du eben schon mal gesagt, bei deinen Eltern ist auch so eine etwas spätere Feige. Ja, das ist eigentlich die gleiche, die wir vorne eben auch hatten. Nur wir hatten den ganz stark zurückgeschnitten, also letzten Winter, diesen Winter auch, weil es den einfach zu groß wird. Und dadurch sind also diese ersten Feigen sind dadurch weg. Mhm. Die haben wir abgeschnitten und dann kommen eben jetzt irgendwann in zwei, drei Wochen geht's los mit der Ernte dort. Da kommen Hunderte von dicken Feigen, also das wird eine Menge geben. Und du meinst, deine Eltern lassen mich oder uns da filmen? Ich denke schon. Dann backe ich deiner Mutter einen Kuchen, dann lässt die uns auf jeden Fall filmen. Dann ist ja auch mal so eine Feigenernte in Deutschland. Ne? Und dann ja. Hast du dann solche Körbe. Ist vielleicht für unsere Zuschauer ganz interessant. Ja, und hat euch dieser Film gefallen? Wie immer, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfiehlt diesen Kanal, schreibt gerne eure Fragen zu Feigen in die Kommentare. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hofft mit uns zusammen auf ein bisschen Regen, zur Abwechslung mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.